Aber so langsam gehen mir die Viecher aus, die ich einsammeln könnte, glaube ich. Hallo. Ich renne einfach nur schräg. Hm. Wer weiß, wo die rumlaufen, ne? Hallo. Oh Mann. Ah, geh weg, du blöder Hund. Oder wahrscheinlich eher wohl. Ah, da ist noch was. Yay. Komm her, Karnickelchen. Renn mal gegen was, danke. Also viel kann nicht mehr fehlen. Ah, hier waren wir schon mal. Aber ich will dieses eine spezielle noch haben, dieses Kobinus oder wie es hieß. Ich habe mir das nicht richtig durchgelesen. Ah, ist nix. Ich will das Kobinus. Das nur einmal auf dieser Dreckskarte rumrennen würde. Kommt schon. War da was? War es ein Wolf? Ja. Oh, oh. Geh weg. Gehst du weg? Böser Hund. Ich glaube, dieses Spezielle finden wir jetzt nicht. Da ist es! Komm schon her! 17 Sekunden! Du bist mir! Ja! Wunderbar! Yay! Yeah. Ja, dann warten wir erstmal, bis die Zeit abläuft. Bling. Was bringt mir das jetzt, wenn ich dieses Koyubinos gefangen habe? Habe ich alles bekommen? Oh. Ein Reka fehlt. Dämlich. Ja, komm, wir probieren es nochmal. Aus dem Weg. Achso, das resettet dann gar nicht. Also ich muss nicht wieder alles sammeln. Gut. Also ich muss jetzt nur dieses eine letzte weiße Karnickel finden und dann ist es auch schon gut. Komm her, mein weißes Karnickel. Komm zu Papa. Ich hab Möhren. Was ganz, ganz einfallsreiches, ne? Komm schon, ja. Oh Mann, wo bist du? Komm her, Karnickelchen, komm schon. Ach Mann, wo versteckt sich das? Ich muss ja über die Drecks-Endlos-Map, also wiederholende Map rennen und das könnte ja ruhig mal irgendwo auftauchen. Mann, das ist total spannend, das du. Aber ich hätte gern wirklich noch das letzte Viech. Ich hab grad nicht aufgepasst. Ich hab grad woanders hingeguckt. Okay, das war jetzt wirklich mal schnell rum. Einmal sind die Hunde brutal aggressiv, ist klar. Dammit, jetzt habe ich's gesehen und dann... Aha. Einmal nicht aufgepasst, ist bestraft. Wird direkt bestraft. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das ungefähr war, ne? Aber ich habe nicht den blassesten Schimmer. Hm. Naja, suchen angesagt. Ich meine, da gibt es bestimmt wieder irgendeinen nutzlosen Boden. Los, geh weg, blöder Hund. Boah, zu viele. Wenn ich diesen Bonus dann hab, ja dann, ja. Nein, ich kriege halt gern diese Minigames. Komm schon. Nein, nicht du! Das gibt's doch nicht. Komm schon, du letztes blödes weißes Karnickel. Mann! Ich habe auch das Gefühl, dass ich hier immer im Kreis laufe, also immer dieselbe Strecke laufe, obwohl ich mir die Mühe gebe, anders zu rennen. Dreckiger Hund, geht weg. Zu viele, ich will da hoch. So. Und hier ist es nicht. Na toll, jetzt habe ich es eben verpasst und jetzt finde ich es nicht mehr.
Goddammit! So. Kanickel, komm her! Das hängt bestimmt immer noch an derselben Stelle fest und ich finde sie nicht. Mann! Ich brauche einen Kanickelradar! Juhu! Ja, das war's, wir sind fertig. Ist das jetzt Game Over, wenn ich jetzt gegen einen Hund renne? Nö, wir haben alle. Okay. Naja. Hallo, Hundi. Ich bin Joey. Wenn du etwas wissen willst, frag mich nur. Ich bin Experte im Reka-Geschäft. Wow. Danke für die Info. Ach ja, in jeder Stadt gibt es ein Kobiniro, ein verdammt schnelles Tier. Es bringt dir einen Wert von 3000 Gil pro Stück. Wenn du alle aus ihren Welten gebracht hast, soll man angeblich ein Extra bekommen. Frag mich nicht welches. Diese Viecher sind einfach zu schnell. Okay. Die Aktianer haben vor langer Zeit die gefährlichsten Gebiete im Cell-Zellen verriegelt. Mit Cell-Zellen verriegelt, so. Um die Menschen zu schützen. Rekas können diese Zellen aufheben, jedoch verschwinden sie sofort danach. Bisher gibt es dafür keine Begründung. Rekas gibt es an verschiedenen Orten und sie sind unterschiedlich schwer zu bekommen. Sie laufen dir in sehr großen Umgebungen stets davon. Du musst versuchen, sie einzufangen. Wie viele Rekas du hier gefangen hast, sage ich dir. Danke, ich kann es auch selbst nachgucken. Da diese Reka-Welten nur so mit Monstern befallen sind, die dich sofort wieder in diese Welt bringen, habe ich es auch aufgegeben. Ich bin einfach nicht schnell genug. Dazu muss ich hinzufügen, dass du in einer Reka-Welt immer nur begrenzt lange sein kannst. Geh einfach durch dieses Magietor und versuche dein Glück. Gib dich nie geschlagen, solltest du an einigen Stellen keine Rekas finden, da sie dir zu schwer zu fangen oder zu schwer zu kriegen sind. Dann suche an anderen Stellen welche. Boah, ich krieg aber gar keine Satzstellung mehr hin. Also Punktierung. Rekas sind auf diesem Planet sehr beliebt und Leute, die ihr Glück versuchen, gibt es genug, also nie aufgeben. Yay, danke. Jetzt, wo ich alles geschafft habe, brauche ich deine Motivation ganz bestimmt noch. So, geh aus meinem Speicherpunkt raus. Nette junge Frau, so. Das mache ich auch immer, wenn mir langweilig ist. Ich packe mal meinen Besen und fange an, drauf rumzufliegen. Ich meine, das ist ja nur ein Weiser und die Welt und so weiter in Gefahr. Hey, das ist ein Reker. Was soll das heißen? Na egal, was bist du? Hallo, möchtest du vielleicht einen Kobinio verkaufen? Nein! Wo sind wir und wo müssen wir hin? Ah, da unten auf der Karte. Ich hätte gerne meinen Liftschuf. Ein Liftschuf, puff, puff. Wir gehen immer an Fragezeichenorte. Rekawald 5. 5 Ability-Punkte. Cool. Hoffentlich für jeden. Komm schon. Yeah. Das ist schön. So Leute, erstmal noch Ability-Punkte skillen. Ja, das Spiel hier ist halt eben nicht so kampflastig, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, wenn ihr schon ein bisschen was geschaut habt. Es hat halt mehr mit Minigames zu tun, was mir persönlich auch gut gefällt. Die Story ist relativ ähnlich zu Dunkle Schatten, das muss man ja schon zugeben. Man hat sich auch hier und da mal bei anderen Spielen Ideen rausgenommen, aber das ist ja wirklich nicht schlimm. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich meine, wir sind jetzt ein bisschen OP, aber wie gesagt, der Hauptpunkt dieses Spiels liegt definitiv nicht auf den Kämpfen. Eher hier Menü, Eigenart, dann halt eben die Minigames, wie gesagt, so Sachen. Und das reicht mir vollkommen. Sofern natürlich jetzt der Endboss nicht innerhalb einer Runde down geht, das wäre dann doch ein bisschen enttäuschend, aber hey, was soll's. Das wird schon. Ich meine, wenn er down geht in einer, also wenn er in einer Runde stirbt, dann sind wir einfach nur viel zu stark. Das liegt dann an dem Skill, den wir als Spieler haben. So. Ja, weitere. Da war noch was.
Bonus. Nee. Ah, da, Rekaworld. Tutorial 7 von 7. Dunkelgras. Ah, okay. Das finde ich gut, dass das... Nein, zurück, zurück. Zurück! So. Hallo, Wuff Wuff. So, dann schauen wir mal. Und dann gehen wir auch mal wieder. Wir brauchen 42 Rekas, um das Level freizuschalten. Und ich werde einfach irgendwo hingeportet. Ja, warum auch nicht? Ich will die Reka-Level. Okay, das muss ich mir merken, dass der da unten links war. Der Fünferwald. Der Bonuswald. Oh, Prärie. Ah. Da kamen wir dann wohl her. Was bist du? Lichttempel. Mhm. Roter Vulkanreaktor. Vielleicht wollte er schreiben Vulkankraterreaktor? Keine Ahnung. Gehen wir erstmal in diesen Lichttempel von bla 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 bla. Tempel sind immer gut. Immer. Da findet man immer tolles Zeug. Zack. Glitzerkugel. Ich habe keine Ahnung, was wir hier wollen. Lasst uns wieder gehen. Oh Mann! Ah, du Bah! Na gut, dann geh ich halt nochmal. Mann. Spaßbremse. So, dann gehen wir halt eben in den... Obwohl, kommen wir hier rum? Bringt uns das überhaupt was? Ist hier was? Ist hier was? Hallo? Nein, hier ist nichts. So, dann gehen wir jetzt mal in diesen tollen Vulkanreaktor. Oh nein, Feuer! Gott sei Dank haben wir keinen Gustav. Bombard greift an. Also ich muss sagen, in Final Fantasy Tactics Advance, die Bomber sind mir übelst auf den Nerv gegangen. Die waren sehr stark. Und die sind nicht sehr stark. Hm, egal. Und du mit deinem Eisbogen machst auch echt keinen Schaden an dem. Okay, das dauert nicht so lange. Dunkelwolke! Damn it! Wow. Also ohne Ultima macht es dann, halten wir jetzt doch ein bisschen was aus. Oh nein, ein Water Troll. Oder Ogre, oder... Ja, Viech. Ich mag die Musik, mit der man hinterlegt wird. Na, mir wurde ja auch gesagt, dass eine Musik, die ich hinterfragt hatte, aus Zelda 2 gewesen wäre. Habe ich nie gespielt, Zelda 2, das nicht. Aber das sind schöne Kommentare, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich freue mich generell über jeden Kommentar. Wirklich cool. So. Oh, immerhin. Brodel, brodel, brodel. Oh, wir können nicht über die Lava gehen. Okay. Oh, gehen wir mal hier hoch. Da ist nichts in dem Dings zu suchen. Wir brauchen nicht gegen euch kämpfen. Das ist unnötig. Ah. Ja, Rekas. Bam. Zerstört. Hm, sieht cool aus. Das ist also der Reaktor. Einfach unglaublich. So viel Eisen und Stahl auf einen Haufen. Und so viel, was ich nicht kenne. Einfach unglaublich. Wir sind auf einer neuen Welt. Das ist alles. Da ist alles anders. Stimmt. Das Leben wäre so toll, wenn es keine Dämonen geben würde. Was red ich da? Kommt, wir sind gleich noch zu spät dran. Ach was, ein bisschen Sightseeing muss ja wohl sein. Hat schon Stil. Machen wir auch demnächst. Wir bauen einen thermischen Reaktor in einen Vulkan rein, ne? Wie wär's?
egal, die, also wenn das gemacht werden sollte irgendwann, dann werden es als erstes wahrscheinlich die Chinesen machen. Die sind einfach... Zack, Wolke. Mist. Immerhin einer tot. Jetzt macht sie 105. Was soll denn das? Hat das Vieh abgewehrt, hm? Blubber, blubber. Nein, geh weg. Ich will nur da hochgucken. Ah, war da eine Statue? Ja. Da geht's dann wahrscheinlich weiter. Oh Mann, wie viele Gegner. Geht weg. Ihr seid unnötig. Ihr gebt eh kaum EP oder Geld. Megapack enthält mehrere Heilelemente. Mente. Hm. Wo ist es denn? Hat sich das automatisch aufgeteilt, oder wie? Sieht so aus. Jo. Lassen wir es einfach so stehen. So. Geh weg, du... Ah, dumm. Dammit. Joa. Aua. Bam. Wunderbar. Komm schon. Yay. Sehr schön, Film. I'm so proud of you. So, dann gehen wir jetzt in den gefährlich aussehenden Teil. Ich meine, die ganzen Monster und Skelette, die machen, die sehen nicht gefährlich aus. Nein, das ist Standard. Das ist, so sieht meine Zimmerdekoration aus. Oh, wir haben Ifrit erhalten. Wie stark sollst denn du jetzt bitte sein? Ifrit. 38. Naja, ich passe. So. Ah, ins Menü gehen, resettet die Monster auf der Karte. Das ist aber interessant. Und das habe ich jetzt erst rausgefunden. Naja, egal. Kann ja sein, dass es... Ja. Ne? Das ist auf jeden Fall schön gemacht. Ich meine, ich würde keinen Reaktor so bauen, also ich würde einen direkten Zugang zu ihm bauen, der sicher wäre. Menü, ich brauche dich! Hat mich nichts gebracht. Also einen direkten Zugang bauen, anstatt hier so einen, ne, verwinkelten Weg durch Monsterhorden. Aber hey, nicht jeder hat unsere Sicherheitsstandards, ne? Musstest du verfehlen? Versteht ihr? Das ist nur ein Kopf. Ah, der war schlecht. So. Ich dachte gerade schon, dass wir da jetzt nicht durchkommen. Okay. So, haben wir hier rechts noch was? Also, das ganze Vulkan-Level hier macht mir viel zu viel Lust auf Illusion of... doch, Secret of Evermore, dammit. Secret of Evermore. So. Ein Speicherpoint. Gegen was könnten wir jetzt wohl kämpfen? Ich tippe entweder einen Feuerdämon oder... Ich tippe jetzt einfach einen Feuerdämon, so. Hallo, du süßes, kleines, fliegendes Vieh. Hm, wir sind zu spät. Wenn das nicht die Bande von Hohlköpfen ist, von der Dreher berichtet hat. Was? Du hier? Wie bitte? Das tut nichts zur Sache. Lass den Alten gehen. Er hat dir nichts getan. Er ist ein Dämon. Außerdem bin ich nur 235 Jahre alt. Was erlaubt ihr euch? Er hat für uns einen großen Nutzen. Im Gegenteil zu euch. Das stimmt, aber ich werde ihm nichts sagen. Das rate ich dir auch, Opa. Sonst wird dein Dorf nicht gerade freundlich auf dich zu sprechen sein. Jungchen, das tut nichts zur Sache. Könntet ihr mich bitte von diesem Dämon retten? Ihr drei, dass ich nicht lache. Vor euch lasse ich mich nicht mal auf einen Kampf ein. Komm,
Wir haben doch etwas vor uns, denn das Universum wird bald meins sein. Meins! Nein, wird es nicht. Das wäre nicht fair. Der Hellste scheint er ja nicht zu sein. Mädchen, das habe ich gehört. Ich bin schrecklich, also habt Angst vor mir. Die Dämonen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ihr wollt düstere Stimmung? Der Spaß ist nun vorbei. Zentubal greift an. Okay. Bahamut schlägt zurück. Weißmagie macht nichts. Attacke macht der Weißmagie. Und eine dunkle Wolke. Yes. Was? Boah. Also das ist jetzt doch schon ein bisschen enttäuschend.